Hallo allerseits, herzlich willkommen zurück in Mass Effect 3. Wir sind gerade eben in Purgatory. Tja, im Fegefeuer, da ist es gemütlich, da laufen nämlich leicht bekleidete Damen rum. Jetzt weiß ich auch wieder, warum das Spiel so toll klingt, wenn man das M aus Mass Effect weglässt. Haha, so. Ich finde die Soundtracks toll, was ist hier? Ach, James. James, wie geht's? Hey, Commander. Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Commander. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie die Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sehen Sie mich so? Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen, wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Das ergibt wohl Sinn. Ich sollte damit rechnen. Nicht viele haben geleistet, was ich geleistet habe. Und jetzt treffen sie sie persönlich. Wenn sie ihnen einen ausgeben, wäre das riesig für sie. Gute Idee. Mir gefällt, wie sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost! Prost. Nicht schlecht, Shepard. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Na, das freut mich. Danke für den Drink. Schöner Spruch. Hallo? Was guckst du mich so an? Guck mich nicht so an. Das ist ja schlimm. Da kann man keine Frauen angucken. Die gucken zurück. Uah. Gibt's hier oben noch irgendwas Tolles? Außer dem Dancefloor und tanzenden Asari-Schnecken. Ja, mehr Licht bitte. Hallo? Licht? Ihr wisst schon, das Zeug, was das Zeug hell macht. Ha, schade. Gut, okay. Karte. Officer? Jetzt noch ein Officer anscheinend, mit dem ich noch reden sollte. Schauen wir doch mal. Wo hast du dich versteckt, Officer? Hier nicht. Ah, vielleicht sind die mit dazu. Ah, hier. Kampfgeist, das ist mein zweiter Name. Commander Shepard, vielleicht kann ich helfen. Das Banner des 1. Regiments wartet in der Bucht D24 auf Sie. Das Banner des... Commander Shepard, ich schulde Ihnen einen Drink. Danke. Wir werden dieses Banner mit Stolz führen, wenn wir unsere Heimatwelt von diesen Mistkerlen zurückerobern. Ach ja, darum mag ich die Turianer. No nonsense, immer auf die Mütze. Fast genauso toll wie die Kroganer. Und wir haben gerade eben noch Kohl bekommen. Nach dem Motto, hier haben Sie das Geld für einen Drink und hier nochmal 10.000 Credits extra. So, raus hier. Es ist Ende Gelände auf der Zitadelle. Wir wollen jetzt wieder zurück in den Krieg. Ich habe da immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich eine Episode habe, in der ich nicht rumballere. Aber andererseits, es ist ein Story-Spiel und der Story entkommt man in Mass Effect halt einfach nicht. Docs, Wartebereich, Fragezeichen. Karte? Die haben wir auch noch nicht. Die hockt Garrus gerade eben noch rum. Och, Menno. Ha, ein Terminal. Bao, Olun leistet für die Hanna Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hanna ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach eintreffenden Hanna. Letztlich dreht sich alles nur um den Krieg. Wow. Und Sie wollen jeden mit hineinziehen.
Wäre es Ihnen lieber, wenn die Reaper den Sieg davontragen? Ich würde lieber die Zeit, die mir noch bleibt, mit KG verbringen. KG hätte nicht gewollt, dass Sie sich ständig in dieses Ding einstöpseln. Nun, dann hätte er nicht sterben sollen. Okay, wer von euch denkt jetzt hier auch gerade eben Kampfstern Galactica, die neue Serie? Falls ja, runter in die Kommentare damit. Einmal Kampfstern Galactica für TTB. So, dann schauen wir nochmal. Hier gibt's nichts. Hier gibt es wieder mal eine künstliche Intelligenz. Hier gibt es eine Schlange von Menschen. Können die Leute nicht abweisen? Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen ihr Schiff aus der anderen... Wer braucht schon Flüchtlinge? Ich brauche Soldaten. Ist Ihnen klar, dass das Dock Feuererlaubnis hat, wenn dieses Schiff nicht verschwindet? Ja, und das machen wir auch, wenn die Situation es erfordert. Aber das sind Zivilisten. Und sie halten Militärschiffe von der Erfüllung ihrer Aufgaben ab. Ich rufe jetzt die Dockzentrale an. Wenn dieses Schiff nicht innerhalb von 30 Sekunden verschwunden ist... Nicht schießen, ich sage Ihnen, dass Sie abdrehen sollen. Richtig. So. Wie war gleich nochmal Ihr Name? Picard. Christoph Vasseur. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wie lange sind Sie schon hier? Dumm, die Dummen. Was gibt's denn hier? Dubiose Geschäfte? Brüder und Schwestern. Oh, Batterianer. Wir haben schon früher Widrigkeiten überstanden. Das ist nur eine... Ich mag Batterianer eigentlich nicht so, aber mal gucken, was sie denn zu verkaufen haben hier. Durchschlagsmodifikation. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Bitte beachten Sie beim Kauf. Und die Terminus-Panzerung. Nett. Unsere Regierung ist... Okay, die haben mal so ein paar schöne Sachen hier zu verkaufen, das ist gut zu wissen. Der Stärke in eurem Herzen behaltet. Bitte. Das ist interessant. Ich dachte, die Batterianer sind eigentlich nur so ein Haufen Volltrottel, aber irgendwie scheinen die dann doch so ein bisschen Herz zu haben. Erschreckend. Was gibt's denn hier? Moment mal. Leichen? Nee. Verletzte. Kaputte Leute. Flüchtlingscontainer. Was zum Henker? Kelly? Human Kelly Chambers. Shepard, Sie sind's. Ich könnte Sie umarmen. Freut mich auch, Sie zu sehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ohne meine Cerberus-Kontakte wusste ich nicht, ob Sie die Invasion überlebt haben. Sie sind nicht mehr bei Cerberus? Die Arbeit mit Ihnen hat mir die Augen geöffnet und ich habe lange über Cerberus nachgedacht. Ich konnte nicht guten Gewissens bleiben. Sie haben mich zum Gehen inspiriert. Mitnehmen oder dalassen? Mitnehmen. Kommen Sie zur Normandie zurück. Nichts täte ich lieber. Bitte glauben Sie mir das. Aber ich kann nicht. Die Entführung durch die Kollektoren. Ich durchlebe das jede Nacht. Sei doch froh, ich hab dich gerettet. Eine kalte Hand zieht mich zurück. Sie sind über mir. Um mich herum. Sie stecken mich in einen Sarg. Und ich bin erleichtert. Sie berühren mich nicht mehr. Aber es ist eng. Keine Luft zum Atmen. Ewig lang. Ich habe Menschen schmelzen sehen. Oh Gott. Der kann dir auch nicht helfen. Hey, alles gut. Okay, die ist offiziell nicht mehr tauglich. Aber... ich kann nicht mehr auf die Normandie. Traumatisiert. Tut mir leid. Schon gut. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich nicht. Ich bewege hier etwas. Endlich lohnt sich mein Psychologiestudium. Ich kann Leuten in Zeiten wie diesen helfen. Vorsicht mit Cerberus. Ändern Sie Aussehen und Namen. Besorgen Sie sich einen neuen Pass. Das kostet Zeit. Und die Leute hier brauchen meine Hilfe. Tun Sie es, Kelly. Okay, wenn Sie es für nötig halten. Es freut mich, dass Sie mich gefunden haben. Jetzt passt wieder alles. Oh, und Ihre Fische. Niemand hat sich während Ihres Arrests darum gekümmert. Also habe ich das gemacht. Ich schicke sie Ihnen. Oh, ich muss gehen. Bitte seien Sie vorsichtig. Ich krieg meine Fische wieder. Yay! Meine Fische kommen zurück zu Onkel Shepard. Yay! Haha, jetzt bin ich happy. Dumm, die Dumm, was gibt's denn hier Schönes? Überprüfen wir mal die Medigel-Vorräte. Torianer.
Jawohl, Sir. Hallo Jungs, wie geht's euch? Haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Die Chirurgen dort sind alle. Hört mal, die Shepard VI? Bleiben Sie zum Henker. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. 1.7 AGB, Commander Shepard. Sprechen Sie bitte einen Verkäufer an, damit er eine Demonstration für dieses Modell freischaltet. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Commander Shepard, Allianz Navy. Sieht aus, als hätten Sie in letzter Zeit einige Kämpfe erlebt. Wenn Sie mich in einem Kampf-Mech installieren, kann ich selbst ganz schön viel Schaden anrichten. Die beste Strategie für Fortgeschrittene auf dem Schlachtfeld besteht darin, mehr Kugeln zu haben als der Feind. Stimmt. Eigentlich sind es Thermomagazine, keine Kugeln. Aber wer sagt schon, ich habe ihn mit 5 abnehmbaren Kühlkörpern vollgepumpt. Ich klinge 7% mehr nach Commander Shepard als jede andere illegale VI-Kopie. Warten Sie, vergessen Sie den Mech. Installieren Sie mich in einer dieser fliegenden Drohnen und klemmen Sie eine Kane dran. Wollen Sie Hilfe bei der Lösung Ihrer Probleme? Dann holen Sie mich aus diesem verdammten Demo-Modus raus. Hören Sie, falls Sie nicht genügend Credits haben, reißen Sie mich einfach aus dem Terminal. Oder so. Ich würde ihn gerne mitnehmen. Haben Sie je für Geld mit einem Varen gerungen? Ja. Okay, bis dann. So klinge ich doch nicht wirklich, oder? Hallo Garrus, wie geht's dir denn so? Shepard. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. Können wir sie flicken und zurück in den Kampf schicken? Einige vielleicht, aber das käme einem Todesurteil gleich. Das geht uns allen so. Aber Soldaten sollten im Kampf sterben, statt hier auf den Tod zu warten. Viele würden zustimmen, aber meinen Männern fehlt es an Waffen, Munition, Transport. Das bekommen alles die Truppen, die noch gesund sind. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Mir geht's gut. Aber ich komme klar damit. Natürlich, aber vergessen Sie nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. So, und drehen wir wieder mal um und reden wir noch hier mit Damon Worsk, wie auch immer das sein soll. Wow, Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Woske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Ich kümmere mich drum. Sie müssen sich nicht mehr lange Sorgen um Oraka machen. Ich liebe es. Shepard entsorgt den Müll der Blue Suns. Diese Arya ist schon was ganz Besonderes. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Ich weiß nicht. Gerade eben wollte ich ihm eine pfeffern, aber mittlerweile habe ich das Bedürfnis, ihm in den Kopf zu schießen. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Woske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Woske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Sie müssen es nicht beschönigen, Arya. Ach, Shepard, Sie glauben mich zu kennen, hm? Ich begreife nur nicht, warum Sie mir die Einzelheiten nicht selbst sagen konnten. Weil Woske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellung. Ach, Arya ist einfach lustig. Ah, jetzt nochmal ein Terminal.
offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Und wie geht's dem Rest des Teams? Sonst noch jemanden getroffen? Gareth hilft uns auf der Normandy. Er hat noch nie einen guten Kampf ausgelassen. Was ist mit Jacob? Ich habe nichts von ihm gehört. Jacob hätte mich dazu bringen können, wieder auf die Normandy zu kommen. Ich dachte, Sie wären glücklich mit Ihren Erinnerungen an KG. Hey, ich bin nostalgisch, nicht tot. Gut, dann müssten wir gucken, ob wir vielleicht Jacob auch irgendwie wiederfinden. Aber was soll's. Wir machen jetzt erstmal einen Safe-Stand und dann geht's in der nächsten Episode dann aber endgültig weiter. Ich will was zum Töten finden. Danke fürs Zuschauen. Winke, winke.